Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Space Haven. Ich habe das Spiel ein bisschen laufen lassen und das Raumschiff hier drüben, was wir in der letzten Folge so Stück für Stück auseinandergenommen haben, ist jetzt komplett auseinandergenommen worden. Hier befinden sich keine Materialien mehr drin. Was wir aber mitnehmen können, sind die Materialien hier. Wir können praktisch hier minen und holen uns auf jeden Fall die Materialien hier ab. Damit wir die aus diesem Sektor noch mitnehmen. Das Carbon, diese Metalle und so weiter, das nehmen wir auf jeden Fall alles noch mit. Was war eben hier mit Diet? Was? Hier war irgendwas mit Diet eben. Oder habe ich da was Falsches gesehen? Aber es leben noch alle. Okay. So, das Lager ist fast voll, ne? So ein bisschen Platz ist da. 23 Einheiten von 250. Wird erstmal geschlafen. Das Problem ist, wir haben aktuell nichts zu essen. Also man sieht hier, Fleisch fehlt, Gemüse fehlt, Obst fehlt. Und der Wachstumszustand, hier wurde das Fleisch erst geerntet. Das heißt, wir müssen eigentlich noch so eine zweite Möglichkeit bauen, wo was angebaut wird. Mal gucken, ob wir das können. Wir machen hier mal ein bisschen langsamer. Und gehen mal hier auf Food. Und bauen hier noch ein so ein Crow Table hin. Mal gucken, ob das langt. Was fehlt hier an Material? Ne, es scheint zu reichen. Und wir können hier so ein Autopsie-Table anscheinend bauen, denn wir haben hier eine Leiche mitgebracht von drüben. Die könnte man dann gegebenenfalls noch auseinandernehmen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die dann zu Menschenfressern werden. Ja. Jetzt wird hier erstmal gefuttert. Haben sie das Ding jetzt schon gebaut? Ist der schon fertig gebaut? Nee. Jetzt wird's gebaut, oder? Feuer. Wo ist Feuer? Wo ist Feuer? Brennt ständig die Küche hier weg oder was brennt hier ständig weg? So, jetzt können wir hier noch Sachen anbauen. Machen wir einfach das Ganze. Dann werden wir mal einmal Früchte, würde ich sagen. Und nochmal Fleisch. Sehr schön. So. Jetzt können wir das nämlich im Takt hier ein bisschen unser Essen erweitern. So, jetzt kommen wir ein bisschen raus, was mit dem Planeten ist, wo wir abbauen. Hier ist überall noch Kram da. Da ist jetzt das letzte gleich abgebaut. Das müssen wir auch in der Übersicht sehen, dass dann komplett die Materialien hier fehlen. Warten wir mal kurz ab. Ja, jetzt ist das komplett abgeerntet. Das sind die letzten beiden Dinger. So, dann müsste das auch abgebaut sein. Jetzt fehlt hier oben nur noch das Carbon und dann haben wir komplett hier alles abgeerntet. Und dann würde ich sagen, ach genau, wir können doch gar nicht fliegen. Ich mache ja Dinge hier, pass mal auf. Wir müssen ja noch Sachen machen. Wir müssen ja nämlich noch Kryokammern bauen hier. Wir müssen uns nämlich für den interstellaren Sprung fertig machen, indem wir hier bei dem, das ist gleich bei Schiff. Wo war das denn mit den Kryokapseln? Da war das im Life Support. Steht das hier nicht drin? So, wir müssen Ressourcen abbauen. Da steht's. Crew Science. Und da haben wir die Schlafkammern, die wir noch bauen müssen. Sonst können die nämlich gar nicht hier springen im Weltraum. Hätte ich fast total vergessen. So, eine hier hin. Eine dahin. So. Dann haben wir hier die Kryokammern, damit die das überleben. Und hier fehlen irgendwelche Ressourcen. Die Elektronik. Das hier abbrechen.
Okay, die schlafen jetzt gerade wieder. So, wie sieht's denn aus? Carbon wird noch abgebaut und hier unten haben wir nämlich auch noch was. Nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Eis nehmen wir mit. Wahrscheinlich für Wasser, gehe ich mal davon aus. Und das Schiff ist hier ganz schön runtergewirtschaftet. Aber wir haben anscheinend genügend Material, um das alles aufzubauen. Das ist schon mal sehr positiv. Jack und sein Dip, die bringen jetzt die Materialien hier oben hin für die Kryokammern. Oh, minus 60 Grad. Ach du Güte. Moment. So, ein bisschen Wasser an Temperatur sollten wir noch reinbringen. Sonst können wir nämlich hier, sind wir selber zu Eis. So, das Ding jetzt schon gebaut? Ne, wird jetzt fertig gebaut. Sehr gut, jetzt steigt auch hier oben die Temperatur, wenn wir jetzt hier mal auf langsamer gehen. Ich meine, gut, da 19 Grad, perfekte Temperaturen, sehr schön. Wie sieht's aus mit Sauerstoff? Sieht auch gut aus, ist alles safe. Wasser ist anscheinend nicht so wichtig, dann gibt es noch Strahlung. Alles gut, alles im Bereich des Möglichen, sehr schön. So, die Kryokammern, die muss noch... Not ready for freeze. Alles klar, okay, die werden wirklich eingefroren. Sehr schön. So, da kommt noch ein bisschen Material dahin. So, jetzt kann es gefroren werden. Jetzt können wir die Crew hier gleich einfrieren. Sehr schön. Okay, da unten das Eis haben wir abgebaut. Und jetzt müssen wir noch warten, bis das hier abgebaut wird. Allzu viel ist es ja nicht mehr. Na komm. Selbst auf volle Möhre dauert das ganz gut. Na, der bohrt sich hier fest. Ah, zwei Stück noch. Okay, das heißt, die kommen jetzt noch einmal nach oben. Jetzt, da ist er. Der zweite. Man sieht die gar nicht, gell? Die Kapseln siehst du gar nicht auf die Entfernung. Oder haben die hier angedockt? Ja, die sind gerade hier drin. Ach, die schlafen schon wieder. Eieieiei. So, jetzt müsste es aber doch... Jetzt wird hier abgebaut. Sehr schön. So, das letzte Stück, dann müsste es gleich fertig sein und dann können wir uns endlich auf den Weg machen, in neue Weiten vorzustoßen. Jetzt haben wir es. Angedockt, Kapsel abgesetzt. Sehr gut. So, wir sind bereit, Leute. Wir sind bereit, in den Weltraum vorzustoßen. Wir gehen hier oben auf die Galaxiekarte. Nee, Quatsch, wo war das? Hier war das. Wir müssen jetzt nämlich erstmal... das Raumschiff aktivieren. Wir schalten die Systeme an und dann werden hier nämlich langsam die Triebwerke vorgeheizt. Jetzt sieht man auch hier diese Ausrufezeichen bzw. Warnschilder, dass nicht ein Raumschiff verwendet werden kann. So, Jack heizt die Triebwerke vor. Das ist schon mal gut. Und wir sind bereit für den Sprung. Hier wird nochmal Material eingeladen. Ein bisschen... die Brennkammern vorgeheizt. Und wir sind bereit für den Hypersprung. Seid ihr bereit? Wir springen. Los geht's.
So, jetzt sind wir hier auf der Karte und suchen jetzt den nächsten Planeten aus. Wir können sowieso nicht hier entspringen, deswegen haben wir da keine großartige Wahl. Ach du Schande, hier sind Piraten. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir weiterspringen. Ach, was soll schon passieren, oder? Der wird bestimmt nach oben fliegen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Jetzt müssen wir warten, bis wir dort angekommen sind. Jetzt sind wir angekommen und können hier landen. Sehr schön. So, wir machen das Spiel ein bisschen langsamer und ich werde jetzt mal abspeichern. Bevor hier noch was schief geht nach dem Sprung, ne? Weil Speichern ist auf jeden Fall angesagt in dem Spiel. Zur Not können wir nämlich dann weiterspringen, wenn hier was schief geht. So, auch in diesem Sektor befindet sich ein Raumschiff. Nur dieses Raumschiff. Das heißt, wir müssen jetzt wieder eine Mission machen und rüber auf das Raumschiff gehen und da erstmal die Aliens rausholen oder was wir immer finden. Vielleicht finden wir noch ein neues Crewmitglied. Bin sehr gespannt. So. Dann alle markieren. Macht er hier? Der pflanzt noch Sachen an. Das warten wir kurz ab, bis Minas hier neu gepflanzt hat. So. Dann gehen wir hier auf Draft. Lassen hier die Anzüge anziehen. Und dann geht's rüber. Okay. Bald haben sie die Anzüge alle an. Jetzt. Einsteigen. Und dann legen wir hier drüben mal an und gucken mal, was uns hier erwartet. So. Ich hoffe, dass später noch sowas wie Verteidigungssysteme ins Schiff kommen, sodass man praktisch sein eigenes Raumschiff schützen kann. Oh. Anlegen. Andocken. Nochmal kurz hier Sauerstoff vielleicht auffüllen. Haben sie alle voll und los geht's. Hier ist irgendwie alles kaputt. So, wir müssen alles erforschen, damit wir wieder das Raumschiff abbauen können. Erstmal alle Gefahren beseitigen. Das kennen wir ja schon von drüben. Okay, dann hier rein. Da kommen die Gegner. Okay. Okay, das haben wir gesichert. Dann hier oben hin. Nein, nicht schießen. Leute. Ich glaube, das war auch der Fehler. Wir haben nämlich, glaube ich, in der letzten Folge haben wir nämlich die Kryokammer zerballert. Wo einer drin lag. Ich glaube nicht, dass das ein Gegner war. Aber gut. Er war bestimmt verseucht. So, haben wir gemacht. Dann nehmen wir hier das Draft raus. Nehmen auch hier das Draft raus. Und bauen dieses Schiff ab. Klar. So, das machen wir jetzt wieder selbstständig. Wir können ja mal gucken, ob wir noch was herstellen können. Ich denke mal, dass wir dann langfristig, wenn wir hier noch eine Wand einziehen, also dass wir hier einen Gang rüberziehen und hier so Seitenkammern machen für weitere Anbauten. Und ich denke mir auch, wenn jetzt hier noch weitere Crewmitglieder hinzukommen, ich glaube, hier kriegen wir noch jeweils eine Kryokammer hin. Ja, schauen wir mal. War denn drüben hier eigentlich eine drin? Einen Autopsietisch können wir noch bauen, genau. Ah, da haben wir doch bestimmt Platz im hinteren Bereich. Bau den mal hier hinten rein. Wer will schon Autopsien neben den Pflanzen haben, oder? Wir können ja mal bei Produktion... Das ist bei Food. Wir müssen wirklich die auseinandernehmen. Ich stelle den hier neben dran. Hat man wenigstens Licht, oder? So. Mal gucken. Was fehlt hier an Materialien? Nur Logistik. Workers assigned. Okay, es fehlen nur die Arbeiter.
No constructor assigned. Incoming ship next turn. Okay. Oh, super. Die Piraten sind nach Norden abgehauen. Die fliegen hier nach oben. Das ist gut. Da müssen wir auch so ein bisschen drauf achten auf der Karte. Nicht, dass wir hier überrascht werden und auf einmal die Piraten kommen. Weil, wie gesagt, ich hatte schon in einem Probespiel hatte ich die Situation, dass, glaube ich, nur noch Minyas alleine war und der Rest entführt worden ist. Man kann angeblich... Das Lager ist bald voll. Man kann angeblich... kann man dann die Crewmitglieder auch wiederholen. Guck mal, wegen dem Lager. Production. Storage. Small Storage, Large Storage. Das kriegen wir doch noch hin, oder? Die gehen doch noch hier vorbei. Wir bauen uns hier so dran. So. Ich glaube, so ist besser. Nee, wir machen das so. Das passt schon. Insufficient Available Resources. Was fehlt denn hier? Mit sowas Gelbem drauf. Was ist das denn? Das ist das hier, oder? Hull Scrap ist... Nee, das hier. Infrascrap ist das, glaube ich. Na, wir gucken mal. Jetzt gucken wir ganz kurz auf das Star Map. Nicht, dass die Piraten wieder umdrehen und uns dann hier überraschen. Nee, passiert anscheinend nicht. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn es da noch Verteidigungssysteme gibt, beziehungsweise kann man das Schiff dann bewaffnen, dass man dann gegnerische Schiffe abschießen kann. Wir können auch den Autopsietisch hier oben dran machen und das Lager hier unten. Na, ist eigentlich völlig wurscht. So, jetzt ist hier ein Schiff angekommen. Da. Mit denen können wir handeln, aber das brauchen wir im Moment noch nicht. Will ich noch nicht, sagen wir es mal so. Oh nein. Die nehmen echt die Alien-Teile hier auseinander. Was? Was, wir werden beschossen? Ah ne, Feier. Unsere Küche geht ständig hoch. Liegt das an der Heizung, die da oben steht? Liegt das vielleicht daran, dass hier hinten dran die Heizung steht? An der hinten war Feuer. Hier. Die Pflanzen sind verbrannt. Na, das ist ja ätzend. So, haben wir nicht genügend hier? Ah ja, nochmal, machen wir einfach nochmal 5. Da müsste aber reichen. Jetzt ist es fertig gebaut. Jetzt haben wir ein zweites Lager, sehr schön. Sehr schön. Kann man eigentlich in den Lagern hier irgendwie bestimmen, was... Ah ja, okay, wir können jetzt praktisch Essen und so trennen, wenn wir Essen da hätten. Aber ich glaube, es sieht im Moment nicht so gut aus auf der Speisekarte, wobei das ist sowieso nicht das Richtige, das hier. Ah ja, ein Fleisch haben wir, Human Meat. Die haben echt den Typen seziert, oder? Die essen wirklich und Monster Meat. Okay. Naja, gut. Dann essen wir halt die Monster. Ich habe jetzt nicht wegen dem Menschenfleisch irgendwie, ne? Was liegt denn hier eigentlich? Hier liegt da auch noch irgendwelche Reste von einem Menschen, oder? Ich will es gar nicht wissen. Ini bringt Ressourcen. Ach, die lagert jetzt auch hier ein. Guck mal, es werden jetzt Sachen auch drüben eingelagert, je nachdem wie Platz ist. Aber das ist schon gut so. Ich denke mal, die werden das voll machen, bis es halt Maximum ist und dann hier drüben einlagern, dann passt das schon. So, Minyas kümmert sich um die Pflanzen. Wer räumt denn hier mal auf? Da liegt doch noch was. Guck mal, hier ist ein Körper. Das ist der Körper, den wir von hinten aus der Kryokammer rausgeholt haben. Gut, schmeckt bestimmt wie Hühnchen oder so. Müssen wir uns keine Gedanken machen. So, wie sieht es denn draußen aus hier in dem anderen Raumschiff? Wie viel Material haben wir denn noch drüben? Ah ja, ist noch super Zeug da.
Schauen wir mal. Lassen wir das mal hier ein bisschen länger vorlaufen. Autopsie-Table. Ich sag mal, das ist eher ein Budget-Table, ja. Ah, hier. Guck mal hier, man kann das. Butcher Human Corpse. Mach ich jetzt an. Dann wird bestimmt der Mensch hier aufgebraucht. Gucken, jetzt schlafen sie erstmal und am nächsten Morgen gibt es zum Frühstück ein lecker Oberschenkel von Menschen. Yummy. Bin ich mal gespannt, ob sie ihn wegnehmen hier unten. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Und dann ran an die Arbeit. Oh, da war ich nicht schnell genug. Ja. Der Mensch ist zerlegt. Ja, gar kein Problem. Okay, hier bauen sie noch ein bisschen ab. Incoming ship, next turn. Moment. Piratenschiff ist hier oben. Okay, keine Gefahr durch Piraten bisher. Das ist gut. Dann sollen sie hier nochmal ein bisschen abbauen. Wir nehmen natürlich das ganze Material mit, ist doch klar, oder? So, jetzt haben wir auch wieder Fleisch. Ah, man kann sogar zwischen den Schiffen transferieren, okay. Ist hier denn überhaupt alles angepflanzt? Ja. Da ist ordentlich Material gerade angekommen. Sehr schön. Ja, cool. Dann würde ich sagen, lasse ich noch mal ein bisschen abbauen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir dann alles hier abgebaut haben und hoffentlich nicht entführt worden sind. Minias kümmert sich um die Gewächse. Ah, da sind gerade das Gemüse abgebaut worden. Das heißt, wir haben wieder neues Essen. Und zur Not haben wir noch ein schönes Menschenschnitzel, ne? Da wird fleißig rüber transportiert. Jetzt auch schon wieder Schichtende, ne? Sieht fast so aus. Ja, gute Nacht. So, damit gute Nacht und bis zur nächsten Folge in Space Haven. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.